Die Firma North, schön, dass du da bist. Was gibt's denn Neues aus dem Hause North Sales und Phonetic? Es dauert zu lang, um das hier in 5 Minuten breit zu machen. Okay, das stimmt. Sehr breites Sortiment, gut aufgestellt. Und fünf habe ich hier. Ich freue mich, dass du da bist. Schön bunt. Und wir rocken hier vorne an. Nach wie vor, jetzt schön durch das Unterwasserschiff. Hoffentlich auch gut zu sehen. Sehr gedämmt und sehr komfortabel nach wie vor. Dann haben wir hier das neue Matrix, unser weißes Topf, das war wie ein Monofilm, dadurch das Segelschiff 5x V-stabiler als normales. Dann haben wir hier das neue Manning. Das ist alles durch. Und ihr seid auch glücklich mit Rocket, mit Rocket und Gastra? Ja. Super. Jetzt neu aus dem Hause Phonetic. Ja. Unser Flyer. Bis jetzt war das immer zaghaft der Versuch, das mit dem Stehplatten in Deutschland nicht ganz klar zu machen. Wenn es die Aufladebahn gibt, dann geht es da richtig auf. Wir wollen in den 80er Jahren mitlaufen. Wir haben 200 im Monat Finger und sind immer ausverkauft angezahlt zum nächsten Preis. Wenn man einen netten Sünden vor der Tür hat, oder Isa, oder die Ammer, oder ich habe ja auch fliegendes Gewässer, kann man sich sehr gerne mal als Kind machen. Ja, genau, das muss einfach vor dir sein, dass du dich einhängst. Und wenn du die Arme streckst, sollte mehr Zug auf dem Gebet sein, wenn du hier surfst im Laufen. Ja? Weil wenn du dich aushängst, dann musst du erst hochhängen, wenn du Blödsinn. Ja? Also die Länge ist relativ kritisch zu finden, da muss man ein bisschen durchprobieren. Die Vario mit der Metallklemme, die halten gut den Druck. Ja? Schwerer oder vielleicht wird ein nicht laufen, aber die kannst du auch während dem Fahren. Ja. Also du gehst kurz nach vorne und ziehst einmal die Finger, dann sind die Kürze oder du brauchst nur den Daumen auf den Kampf gehen, dann kannst du umgesorientiert nicht mehr. Und die hohen Finger sind jetzt nochmal aufgebaut, die Latten sind gespannt, ja, die spanne ich noch einmal im Jahr nach, das sind keine Hippos, die halten die Lenkrecht zur Latten, also sind gerade mal eben raus. Ja. Und so wackelst du irgendwo ein bisschen. Also ich mache seit 81 jetzt und immer noch, wenn ich sehe, ich könnte den ganzen Tag, ich war am Gardasee, da sind 500 Surfer am Parkplatz in Concadoro und von den 500 sind 200 falsche aufgebaut. Ich mache Masten, Gabeln seit 30 Jahren, als Komplettrig-Anbieter, als Erste haben die das gebracht. Es gibt gute Masten von Gastra, es gibt gute von Nilpreit, aber die passen 0,0 zusammen. Wirklich, wenn ihr einen Gastra-Segler habt, kauft euch einen Gastra-Mast, ja. Und einen Breitsegler habt einen Breitmast und North einen North-Mast. Wir bringen jetzt nächstes Jahr eine Linie NTH, Black Label, dass wir für alle Segelhersteller auch die Masten, weil die sehr haltbar sind und sehr leicht bieten, dass er aus dem Hause North auch andere Biegekurven kriegt, aber das ist mir wichtig. Und dann lieber ein Vorjahresmodell nehmen, aber den passenden Mast dazu, als ich das so will, zusammen zu kaufen. Mhm. Ja. Gut. Weiter und fahren haben ein anderes Segel. Es fühlt sich so anders an, so viel leichter und neutraler als so ein gefülltes, schweres Segel. Und die gibt es jetzt seit 8 Jahren. Es gibt viele,
die halt auf Minus entspannen. Ich habe es ja jahrelang auch gemacht. Und dann geht es nicht mehr. Einmal im Jahr auseinanderbauen und die Campscheibe mit einem Kugellagerfett einschmieren, seitlich nicht da, wo der Tampen greifen soll, weil da soll ich Reibung haben und seitlich möchte ich ja keine Reibung haben. Und den Hebel immer auf Plus, das sind die zwei wichtigsten Sachen. Gut, sage ich vielen Dank zum Zuhören. Ja, gut. Ja, vielen Dank. Da muss ich noch die lange Reise von München, wenn ich schon hier hochfahre, muss ich auch eine Geschichte erzählen. Ich werde mal kurz darauf eingehen, was halt Profile sind, auf den Widerstand, wie der entsteht, welchen Einfluss die Form der Finne, die Flügelform hat, also die Physik-Mehrfach-Finnfallen ist ja jetzt zurzeit aktuell Twins Award, sogar mit 3 Finnen oder 4 Finnen, dann auf die Delta-Finne eingehen. Das waren auch so mehr so Designer-Aspekte, es müsste halt cool aussehen. Und das nächste Bild, das hat sich eigentlich beibehalten bis heute. Das sind also Finnen, die im Wesentlichen auch im Surf- oder Stand-Up-Paddling-Bereich heutzutage verfügbar sind oder kaufbar sind. Hier zum Beispiel eine Finne mit großem Loch unten drin. Oder hier eine Finne, die hat also hier so einen Turbokanal, wo dann behauptet wird, dadurch Finnen verrückt. Während das beim Segel ja nicht der Fall ist, das ist ein unsymmetrisches Profil, da ist ja nur also einen richtigen Bauch. Und die Unterschiede bei symmetrischen Profilen sind eigentlich im Wesentlichen die Dicke. Das heißt also, das Verhältnis der Dicke hier bezogen auf die Tiefe des Profils, das ist die relative Dicke. Nur die ist entscheidend. Das ist bei 13er auch. Ja. Ja. Wir singen im Anfang. Der ist deutlich schneller. Deine früher an. Das war an der Welle. Das war jetzt deutlich schlechter. Das ist jetzt 16 Jahre. Und wenn du 5-9 macht, das genau so eine Wand. Und das 6-9er hat viel mehr Fortschritt. Ich kann nur noch sagen, bis 2012 war kein Leicht, weil das war auch Skinny Design. Ja, und dieser große Schwert, der kostet ja auch so elektrisch am Schwert. Das ist ja der Thank you.